Der schönste Klang, den es gibt, ist Lachen. Wenn Leute zusammen lachen, sich amüsieren, eine gute Zeit haben, sich wohlfühlen. Ich glaube, Lachen ist immer das beste Indiz. Ich bin Theresa Olkus, arbeite beim Verband Deutscher Prädikatsweingüter, ein Verband, der 200 Weingüter in Deutschland vereint, und mache einen Podcast, der heißt Auf ein Glas Wein mit. Der geht dieses Jahr in die dritte Staffel und da warten sehr viele spannende Persönlichkeiten. Unser Lieblingsthema ist schon tatsächlich oft Wein. Also das ist so das Thema, was immer präsent ist, einfach weil jeder auch damit zu tun hat. Und ich würde behaupten, es nimmt einen ziemlich großen Anteil an den Tischgesprächen ein. Das perfekte Dinner klingt für mich nach viel guter Stimmung, nach Lachen. Dann ist Essen und Trinken eigentlich fast zweitrangig, weil wenn es Spaß am Tisch ist und wenn eine gute Stimmung ist, ich glaube, das ist das Wichtigste. Miteinander, meine Vorstellung von miteinander glücklich sein, ist tatsächlich echt also man macht zusammen eine Flasche Sekt auf, man kocht zusammen, man verbringt den Abend zusammen, es kommen Leute zusammen, die man vielleicht auch schon länger nicht mehr gesehen hat und teilt Erinnerungen. Ich finde, das ist immer so, irgendwann an einem Abend kommt man an diesen Punkt, an dem jemand sagt, wisst ihr noch damals als so und so, wenn alles andere schon längst beredet ist, dann kommen so die Erinnerungen und darauf freue ich mich. Ich hätte so gerne mal Freddie Mercury getroffen. Ich glaube, ich bin leider einfach zu spät geboren, aber ich glaube, er war ein genialer Gastgeber. Ich glaube, dass mit ihm jeder Abend eine komplette Bereicherung war. Ich glaube auch, dass er eine sehr raffinierte Person war und mega inspirierend. Deswegen, ich hätte ihn total gerne getroffen. Mein schönster gemeinsamer Moment am Tisch ist eigentlich, also Tischgesellschaft ist so wichtig. Die Personen, die mit am Tisch sitzen, und wenn das harmoniert und passt und man nach Hause geht und denkt, das waren jetzt so bereichernde Gespräche, das ist das, was uns, glaube ich, auch so ein bisschen fehlt in letzter Zeit. Eigentlich die Klinge, also wenn es losgeht, der Abend, man so die erste Flasche Sekt aufmacht, irgendwie alle erstmal ankommen, sich nach langer Zeit mal wieder sieht. Deswegen würde ich sagen, die Klingel ist schon so ein erstes Indiz, aber auch das Lachen. Ja. Mein Lieblingsglas von Zwiesel ist die komplette Simplify-Serie. Die ist so fein. Ich finde, sie ist klassisch, irgendwie trotzdem modern. Die nehme ich am liebsten. Die sind nicht jeden Tag, aber schon ziemlich häufig im Einsatz.